Heute wollte ich euch zeigen, wie man eine Gemüsebrühe ansetzt. Wir haben das schon öfter gemacht hier im BBB, das heißt die meisten Arbeitsschritte oder alle Arbeitsschritte werdet ihr schon kennen. Aber jetzt wollte ich euch das zu Hause nochmal zeigen, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Die Gemüsebrühe brauchen wir dann später, um Salate vielleicht zu marinieren. Also beim Kartoffelsalat machen wir immer eine Gemüsebrühe. Dann zum Beispiel gibt es auch Reisgerichte, da brauchen wir Brühe für Suppen, Soßen. Ja, und wir fangen jetzt mit etwas Einfachem an, wo wir nicht so viel Zutaten brauchen, die Gemüsebrühe. So, dafür braucht man Zwiebeln, Möhren, Knollensellerie, Knoblauch. Und man kann das ein bisschen variieren, man kann dann auch Frühlingszwiebeln nehmen. Aber wir fangen jetzt hier mit dem Sellerie an. Also die drei, Zwiebeln, Möhren, Sellerie, das reicht auf jeden Fall. Da ist jetzt wichtig, wenn man sowas Großes schneidet, dass man sich das einmal so zurechtschneidet, damit der nicht mehr so wackelt, damit wir gleich eine glatte Oberfläche haben. So, jetzt würde man den normalerweise schälen. Ja, das heißt, jetzt kann man den, sowas kann man auch nur mit dem Messer schälen. Da schält man so dann runter. Bei einem Sparschäler funktioniert das leider nicht. Das Gute ist jetzt aber bei der Brühe, werdet ihr hier schon gesehen haben, das Gemüse ist nicht in der Schüssel, sondern in so einem Durchschlag, weil ich habe das alles gewaschen. Das heißt, wir können die Schale mitverwenden, weil das Gemüse und alle Inhaltsstoffe der Brühe später sollen nur den Geschmack abgeben und am Ende sieben wir die eh raus. Kennt ihr. Deswegen schneiden wir das jetzt erstmal nur klein. Da hatte ich ja gesagt, wenn sowas lange gart, in dem Video, wo es um feine Würfel ging, wenn etwas lange gart, dann können wir das auch größer schneiden, damit das nicht matschig wird, bevor es seinen ganzen Geschmack abgegeben hat. Und das versteht man ungefähr unter Walnuss groß, also groß wie eine Walnuss. So. Jetzt habe ich das hier schon vorbereitet. Machen die zwei Möhren noch dazu. Da sind schon ein paar mehr Möhren drin, damit das jetzt hier nicht so lange dauert. Und im Topf, dann schneide ich euch noch zwei Zwiebeln, damit ihr seht, was ich meine. Walnuss groß bei der Zwiebel heißt, wir schneiden die mit Schale einmal so durch. Dann nochmal, jetzt können wir die Schale dran lassen, wenn wir was sehen, was uns stört, was ein bisschen schwarz ist, dann machen wir es halt ab. So. Und das Besondere bei der Gemüsebrühe, ich brate die Zwiebeln vorher immer an. Das sehen wir jetzt. Mit Schale werden die angebraten. Ja. Und zwar so, dass die unten schön braun sind und Farbe annehmen. Ja. Und da. Die Schale bei den Zwiebeln lassen wir dran, die gibt eine schöne Farbe. Die Schale bei den Möhren und Sellerie lassen wir dran, weil das ist auch noch zusätzlicher Geschmack. Und dadurch, dass wir es am Ende eh rausfiltern, stört uns so eine harte Schale nicht. So, das kommt jetzt dazu. Das muss man nicht weiter anbraten. Und dann löschen wir das Ganze ab mit Wasser, das sind jetzt, habe ich ausgemessen, 7 Liter, aber man muss ja gucken, dass das ganze Gemüse bedeckt ist. So, dann lassen wir das jetzt mindestens eine Stunde kochen und dann würzen wir das nochmal, je nachdem wofür wir es brauchen, wir noch ein bisschen Salz dran. Dass wir es gleich weitermachen. Mehr dazu später. Hallo, jetzt ist die Gemüsebrühe. Hat schon vor sich hingeköchelt. Eine Stunde ungefähr war es jetzt. Ich habe gesagt, eine halbe Stunde mindestens. Jetzt sieht man hier schon die Farbe. Ja, ist schon ein bisschen trüb und auch ein bisschen dunkler geworden. Die erhält man heller, hätten wir jetzt diese Zwiebelschalen abgemacht. Aber wir wollen das eigentlich so haben. Bevor die jetzt fertig ist, kommen jetzt Gewürze dran. Und zwar Knoblauch, also die Schale wieder dran, einen ganzen, eine ganze Knolle, dann Thymian, draußen geerntet bei Peter Müller,
Und jetzt Schnittlauch muss nicht dran, haben wir jetzt aber geerntet und da. Man würde sonst auch, man kann auch Lauch dran machen, vorher als Gemüse schon. So. Und jetzt machen wir auch, jetzt soll das noch köcheln für eine Viertel bis 15 Minuten bis 30 Minuten. Und dann kann man jetzt auch schon ein bisschen Salz dran machen. Weil wir wollen die diesmal so fertig haben, dass man die auch eventuell so essen könnte direkt als Gemüsesuppe, also damit das gleich schon schmeckt. Ja, also ruhig. Das sind jetzt 6 Liter, ne? Da können dann schon so 4 Esslöffel dran. Mal jetzt auch noch ein bisschen zur Unterstützung des Geschmacks auch noch 2 Esslöffel Zucker. Dann rühren wir das um und dann zeige ich euch gleich in einer halben Stunde, wenn dann die Gewürze ihren Geschmack und Kräuter ihren Geschmack abgegeben haben, wie es aussieht, wenn wir es abgießen. So, jetzt habt ihr eine halbe Stunde gekocht. Jetzt ziehe ich die runter von der Platte, mache die wieder aus. Und jetzt schütten wir die durch ein feines Sieb. Also man kann das, wenn man weniger hat, auch das mit einer großen Suppenkelle machen. Ich passe gut auf, schütte das hier durch. Und jetzt haben alle Zutaten, also die Zwiebeln, der Sellerie, die Möhren, die haben wir sozusagen ausgekocht. Und der ganze Geschmack ist in der Brühe. Das werde ich nachher nochmal nach und nach dann da rein, damit wir auch wirklich nichts verschwenden, was da drin ist. Hier unten noch. Und man muss manchmal, haben wir in der Küche ja auch, haben wir so auch Reste, die übrig bleiben, also sprich Möhren oder Zwiebel-Ecken, die wir nicht mehr so brauchen, die kann man dann auch immer hiermit verwenden. So, und jetzt seht ihr aber so, wenn man die jetzt so ansetzt, ist das unsere Gemüsebrühe. Ja, schöne goldbraune Farbe. Und die werden wir dann weiterverwenden. So setzt man grundsätzlich eine Brühe an. Es gibt da noch verschiedene Sorten, wie eine Rinderbrühe haben wir schon mal gemacht. Eine Fischbrühe, die machen wir noch, das kommt alles noch. Aber Anfang, Gemüsebrühen werden die meisten von euch kennen. Und jetzt habt ihr das hier auch nochmal per Video gesehen.